Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weihnachtlichen Papierstau-Podcast-Folge Nummer 49, glaube ich. Oh, fast die 50 voll. Ja, genau. Wie immer mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und unserer lieben Mitpodcasterin Kaylee. Hallo. Auch wieder mit von der Partie. Endlich, genau. So ist es. Ja, nice. Freue ich mich doch, dass wir uns hier alle in der Vorweihnachtszeit noch treffen konnten. Irgendwie bei ein paar besinnliche Schön. Bücher zu sprechen. Ja. Wie wir das immer um dieses Jahr tun. Immer, genau. Das zweite Mal schon. Hey, bist du sicher? Nee. Wir hatten doch vorher schon mal okay. Eine Weihnachtsepisode. Mit das Weihnachtsgeschenk okay. Und Schweinsgalopp und so. Ich meine mich auch zu erinnern, dass ihr von zwei Weihnachtsbüchern jeweils also gesprochen ehrlich, habt. Ach. Scheiße, ich kenne nicht alle unsere Folgen auswendig. Verdammt. Schäme dich. Kann ja nicht sein. Wieder nachsitzen. Ist echt so. Zwangspodcast hören. Alle Folgen nochmal durch, ja. Ja. Das wird dann wie bei Clockwork Orange einfach nur permanent eingespielt, ob du willst oder nicht. Ist echt so. Genau. Und wenn ich am Ende dein Buch lese, dann wird mir auch immer schlecht. Wollen wir es nicht hoffen. So, liebe Freunde, was habt ihr denn in der Zwischenzeit gemacht? Nach unserer letzten Folge. Vor dieser Folge. ja, ich bin umgezogen. Wieder endlich, mal. Ne? Oh, ja, endlich. Und ich habe jetzt auch endlich Internet seit vorgestern. Wow. Oh. Ja, krass. Tim ist im 21. Jahrhundert angekommen. Wuhu. Ja, ich kann es noch gar nicht so genau fassen. Gibt's ja nicht. Ja. Und ja, abgesehen davon ist eigentlich gar nicht so viel passiert bei mir. Außer, dass Umzug natürlich immer anstrengend ist und auch noch lange nicht alles fertig ist in der Wohnung. Ja. Ja, das schaffst du. Wir glauben an dich. Fest. Danke, danke. Und bei dir so, Kaylee? Du warst ja jetzt schon länger nicht mehr da. Ja, ich lag ja jetzt längere Zeit im Krankenhaus flach mit Post-OP-Geschichten und deswegen entsprechend langweilig und unspektakulär war es bei mir gewesen. Mir haben sie die Gallenblase gemopst und ja, dann lag ich da halt ewig rum, hab mich gelangweilt und neben den anderen Backkartoffeln mein Dasein gefristet. Das klingt nicht so schön, um ehrlich zu sein. Aber gut, dass du es überstanden hast, auch ohne Gallenblase. Ja, ist halt Schrott, ne? Alles raus, was keine Miete zahlt. Das ist immer ein guter Leitspruch. Ja, bei mir ging auch nicht so viel, mal wieder. Ist ja nicht, als hätte ich jetzt so das spannende Leben, ne? Ach, ich habe noch voll vergessen. Bei mir ist noch was passiert. Ich war vor 3 Tagen auf einem Konzert. Von wo wer? Warst du? Und zwar vom Verbalen Style-Kollektiv. Kenn ich nicht. Erzähl. VSK. Ja, das sind die Leute von KIZ. Oh, und ach so. Noch 2 andere Rapper dazu. Die bilden das Verbale Style-Kollektiv, die realen Hip-Hop representen und so alten Kram machen. Ah, so cool. Im Stile der 80er und 90er. Und das Konzert war richtig geil. Ist krass. Du musst das Album mal hören, wo die wilden Kerle flowen. Mal als erstes, wenn wir hier fertig sind. Unbedingt. Das ist ganz großartig. Das musst du mir vorher sagen. Ja, und die waren live extrem gut. Die sind irgendwie dann zu 4 Rapper, glaube ich, oder 5. Und es war krass, wie durchgeplant, die das haben. Und das war sehr professionell irgendwie. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und sehr lustige Ansagen, sehr gute Stimmung. Und klingt das Album kann gut. Ich auch nur jedem empfehlen. Klingt auch richtig nice. Ich wusste nicht mal, dass die nebenher noch da was am Laufen haben, die Leute von KIZ. Man sollte meinen, das lastet die schon genügend aus, was die sonst so treiben. Ja, ich meine, die haben ja öfter schon mal Crossovers gemacht und hier die Schwarzwälder Kirschtorten. Schwarzwälder Kirschtorten, genau. Und das eine mit der Terrorgruppe da, Schmetterlinge. Ja, stimmt. Da gibt's ja so mehrere Adaptionen. Also nicht ungewöhnlich genau, für die, aber ich wusste das nicht. Ja, dass die echt, es gibt halt ein ganzes Album von denen, ne? Also nicht nur einzelne Lieder, sondern krass gemacht auf jeden Fall. Klingt die haben auch ein Weihnachtslied gemacht, was natürlich sehr gut passt. Dope Rhyme-Nachten.
Es ist alles sehr bescheuert. Aber klingt nice. Ja. Klingt richtig gut. Ich bin schon richtig gefixt, ey. Mann! Jetzt musst du ernsthaft noch die Folge erst durchziehen. Ja, egal, wird gemacht. Professionalität kommt vor Spaß oder so, keine Ahnung. Ja, wir dürfen keinen Spaß haben, Robin. Nee, wir dürfen keinen Spaß mehr haben. Für uns ist das vorbei. Der Spaß. Ich bin eh schon alt, deswegen ist der Spaß des Lebens sowieso vorbei. Man knackt und rostet. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Aber kommen wir doch mal zu unserem Vorgeplänkel-Thema, würde ich sagen. Oder habt ihr noch irgendwas Spannendes zu erzählen? Nee, ne? Nö, ja, klingt gut. Nee, okay. Generell nichts Spannendes zu erzählen. Da hatten wir uns doch überlegt, dass wir über unsere Zeit reden, nach Weihnachten, vor Silvester, wo man mal ein bisschen Zeit hat, irgendwas anzugehen. Und was wir da so treiben, was wir machen. Ob wir in Urlaub fahren oder nach Neuruppin ein paar Frauen umbringen. Das ist die Frage, ne? Klassiker, ja. Okay. Was machst du denn so, Kaylee? Fang doch mal an. Das war wieder die Mir sorgen um deine Psyche, ja. Robin. Marlene. Ja, das ist, ich muss ja hier wieder so ein bisschen diese unangenehme Art Gänsehaut reinbringen. Das haben wir ja schon. Genau, die ist wichtig. Okay. Das haben wir ja schon gesagt, dass das ja unser Markenzeichen ist. Da muss das ja auch erfüllt werden. Oh Gott. Ah. Du machst mir Angst. Ich bin froh, dass ich so weit weg sitze. Oh Gott. Das erste Mal. Stimmt, das ist eine Premiere hier gerade. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich es noch komplett verbocke und irgendwas hier noch schief läuft. Aber gut. Meine Nachweihnachtspläne sind noch so gar nicht gefestigt. Also Weihnachten selbst steht, glaube ich, noch nicht mal richtig auf dem Plan fest, was da läuft. Und dann die Nachweihnachtstage sind noch unorganisierter. Vielleicht bin ich in München, vielleicht in Zürich. Dann habe ich ja an Silvester auch Geburtstag. Das heißt, ich sitze alleine frustriert daheim und werde mir bewusst, wie alt ich bin. Und oh nein. Ja. An Silvester Geburtstag? Ja, genau. Und das ist... Du Millennium-Kind. Was heißt hier Millennium-Kind? Neujahrskind so. Ja, ja. Mein das Gott. Schon eher, aber... Ich hätte lieber darauf verzichtet. So, ich habe Angst vor Feuerwerk, das kommt dann natürlich hervorragend zusammen. Und da vereinen sich so ein Haufen Dinge, auf die ich gerne verzichten würde. Älter werden und Rumgeknalle. Deswegen, ich hoffe, es wird ein bisschen ruhiger angegangen. Und ja, das. Ja, wie schaut es bei doch euch nicht aus? Schlecht eigentlich. Ja, komm, Tim, erzähl doch mal. Ja, also ich bin dieses Jahr an Weihnachten das erste Mal nicht zu Hause. Was? Sondern, ja, fahr am 20. Hat deine Mama krass geheult? Nee. Das ist immer Hochverrat tragisch. An der Familie. Ja, nee, die kommen damit schon klar, denke ich. Denn ich fahre am 20. bis zum 27. mit meiner Freundin zu ihrer Tante nach Karlsruhe. Ja, da sind wir dann halt Weihnachten mit ihrer Familie und kommen dann am 27. wieder zu meinen Eltern und bin dann noch bis... zum 3. oder 4. Januar oder so, weiß ich noch nicht genau. Und die Zeit dazwischen soll, so denke ich es mir zumindest, entspannt sein und ruhig angegangen werden, weil Weihnachten, glaube ich, schon recht anstrengend wird. Und ja, das, glaube ich, eine Zeit sein kann, in der man sich doch recht gut erholen kann. Ja, durchaus. Und ich will eigentlich gar nichts wirklich Aufregendes machen. Ich will eigentlich nur irgendwie Filme gucken, die ich noch nicht gesehen habe. Oh, ich habe noch... beim Black Friday Ready Player One bei Amazon geliehen für 99 Cent. Oh, cool. Den werde ich noch gucken. Yay. Dann komm bin ich schon gespannt, wie du ihn findest. Du hast ihn noch nicht gesehen? Ja, ich bin auch schon gespannt. Nee, ich habe den noch nicht gesehen. Oh. Frevelhaft, ne? Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, so entsetzt bin ich. Ja. Der ist ich so weiß, Schande über mein Haupt. Und ja, das ist erstmal so der Plan. Nichts tun und Filme gucken und vielleicht noch Bücher lesen. Ja, klingt doch. Wie ein entspanntes Vor-Nach-Weihnachtsfest. Vor Silvesterfest. Ja, so soll es zumindest laufen. Chillig. Ja, ich denke, ich werde das Gleiche machen, weil ich bin die ganze Zeit zu Hause. Halt am, die Weihnachtstage natürlich beim, der Familie. Mhm. Aber danach, ja, bin ich dann alleine einfach wieder zu Hause und chill und werde mir auch einfach ein paar Filme reinziehen. Ein bisschen lesen. Ich wollte mal endlich The Stand lesen. The Stand. Oha.
Ja. Und hatte mich dafür auf Instagram mit ein, zwei Leuten verabredet, dass wir das mal so zusammenlesen, aber genau, mal schauen. Das wollte ich so über die Zeit machen, weil momentan habe ich nämlich alle Bücher durchgelesen für dieses Jahr. Du hast den Stapel abgearbeitet? Ja. Wow. Du bist so fleißig. Ja, ich hatte halt eine Ewigkeit eine Leseflaute und das ist so richtig, richtig nervig, wenn man dann lesen muss, in Anführungsstrichen. Ja, die ist jetzt irgendwann, weiß ich nicht, vor so ein paar Monaten hat es dann wieder gefluppt so und seitdem nutze ich das dann auch. Sehr schön. Das ist gut. Und deswegen bin ich so ein bisschen im Vorlauf und versuche jetzt mal einen ganzen Stapel, der sich jetzt über die Jahre angearbeitet hat, weil wir natürlich meistens eher neuere Bücher vorstellen, die wir dann meistens vorstellen, nachdem wir sie auch bekommen haben, kurz danach. Mhm. Da ist natürlich immer ein bisschen wenig Zeit, so den eigenen Stapel ungelesener Bücher noch abzuarbeiten, den man noch da so rumfliegen hat. Und das ist so mein Anliegen. Das mal endlich alles zu lesen und genau. Das klingt sehr sinnvoll. Ja. Und sonst weiß ich nicht. Ich hab auch nichts mehr zu zocken, das ist irgendwie öde. Kommst du vorbei, spielst du Smash? Ja, eben. Echt so. Das wird gut. Red Dead Redemption durch, ja. Ja, ich bin durch. Und auch online, also ich zock ab und zu, aber ich will noch nicht so viel darüber sagen, aber es ist noch nicht so krass. Ja, ich bin bei Red Dead jetzt, glaube ich, bei knapp über 50% in der Story. Aber ich habe so viele Stunden da schon mitverbracht, einfach nur dumm in der Gegend rumzurennen. Also. Ja, und Poker zu spielen und so. Ja, genau, die Stunden auf dem Konto habe ich nur noch nicht den Fortschritt. Egal. Ich habe da auch Ewigkeiten mitverbracht. Das war witzig. Ja, es ist halt. Und dann habe ich halt parallel noch das neue Pokémon und Smash halt jetzt hier liegen. Das heißt. Pikachu oder Evoli-Edition? Evoli. Jetzt kommen wir nicht mit Pikachu. Ich sag's dir. Oh. Alter. Oh. Raus oh. Hier. Kann ja wohl gar nicht angehen. Lass das mal kurz hier stoppen, Evoli damit ich und Robin das hier klären können. Hat sie sich hier ehrlich die Evoli-Edition geholt, wenn es die Pikachu-Edition gibt? Evoli ist geilstes Pokémon. Ende. Willst du mich verarschen? So. Ich diskutiere darum nicht. Das ist gelbe Edition Remake, Mann. Da kannst du doch nicht Evoli nehmen. Die gelbe Edition konnte nichts. Echt so, über die gelbe Edition kommt nichts. Über die goldene Edition die konnte nichts. Ja eben, danke. Die gelbe Edition Was? War gar nicht geil. Tim ist guter Die gelbe Mann. Edition war voll gut. Nee. Alter, Gold. Das war meine Kindheit. Ich geh zu dir nach Hause und schmeiß deine Katze aus dem Fenster, ey. Oh, so besinnlich hier. Direkt jetzt mal Streit anfangen. Ja, ernsthaft. Ja. Wir brechen jetzt doch Kriege aus um richtig relevante Themen. Na gut, dann muss ich mir doch die Switch und die Pokémon Pikachu Edition kaufen. Aus Protest. Ja. Aus keine Eier. Evoli ist besser. Ende. Evoli, ey. Ja. Evoli ist das Pokémon für kleine siebenjährige Mädchen, so, die glauben, Einhörner existieren, aber doch nicht für echte Männer. Evoli kann alles. Echte Männer nehmen Evoli Pikachu. Einhörner existieren nicht. Oh, scheiße, wir haben. Spoiler, Alter. Nein, jetzt haben wir allen Leuten die Unschuld geraubt, verdammt. Ja, und das auch noch. Das wollten wir doch nicht mehr machen. Okay, ich dachte, damit verbringst du deine Der Weihnachtsmann existiert nicht. Die ersten Klagen flattern rein. Dazu habe ich gestern so ein schönes Bild gesehen, wo so ein Typ neben dem Weihnachtsmann steht mit einem Schild hochgehalten und $5 oder ich sage euren Kindern, dass er nicht existiert. Mies. Ich hatte überlegt, das Weihnachtsgeld so aufzustocken. Aber ja, das ist ja schon eine ziemlich perfide Methode, ne? Ob man so sein Geld verdienen will. Wie denn sonst? Ich würde es nehmen. Ich auch nicht. Ich klaue lieber Kindern auf dem Weihnachtsmarkt, so aus ihren, wenn die da so stehen, mit ihren Musikinstrumenten, so aus der Box, weißt du, so im Vorbeilaufen. Zack. Einmal nehme ich die ganze Box mit. 2 Stunden Einnahmen läuft. Ehrenmann. Oh Gott, ey. Scheiße Laber, Bullshit Laber, Meter heute auf 100. Krass. Ich möchte an dieser Stelle kurz sagen, dass ich relativ froh bin, dass wir hier vielleicht später schneiden können, weil die Katzen sind gerade wach geworden und hier ist gerade Holocaust. Das wird nicht rausgeschnitten. Oh doch, bitte. Nein, die bleiben alle drin. Die trampeln hier gerade so alles nieder. Ich habe die seit Wochen nicht mehr so aufgedreht erlebt. Und jetzt habe ich einmal das Kack-Mikro an und die Viecher fetzen hier gerade durch die Bude, als wären die unter Strom. Ich höre die ganze Zeit bam, 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 miau, bam, 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 miau. Ja, das ist jetzt unser neues Hintergrundgeräusch einfach so. Ja, genau.
Ja, ich habe eh schon überlegt, wir sollten mal so ein bisschen jazzige Hintergrundmusik machen, so beim Labern. Aber so ein bisschen Katzengebell ist auch immer nice. Aber so viel dazu, was wir so in der Vorweihnachtszeit machen, auch wenn wir mal wieder voll abgedriftet sind. Wir sprechen halt über alle wichtigen Themen des Lebens und nicht nur um die, die aktuell sind. Man muss auch sagen, wir haben leider ein bisschen so unsere weihnachtlichen Themen in den letzten Folgen abgearbeitet. Ja. Deswegen war es ein bisschen schwierig. Und über Weihnachten kannst du halt auch nur so viel erzählen. Ja, eben. Das hat also irgendwann auch mal eine Grenze, ja. Weihnachten ist halt auch irgendwie, jeder macht Weihnachten auch das Gleiche ungefähr. Also man geht nach Hause, man isst irgendwas, ja, und dann kriegt man Geschenke und dann geht man wieder nach Hause. Also wollen wir zum ersten Buch kommen? Klingt nach einem Plan. Das wird vielleicht halt eine etwas kurze Folge, aber egal. Was der liebe Tim vorstellt. Ja, und zwar ist das quasi eine direkte Fortsetzung zu unserer letzten Weihnachtsfolge, nämlich Alle anderen können einpacken von Christian Huber, a.k.a. Pokerbeats. Den meisten wahrscheinlich bekannt von seinem Twitter-Account Pokerbeats. Christian Huber ist Autor beim Neo-Magazin und schreibt so ein paar Kolumnen für die Welt und so, glaube ich. Und das ist jetzt sein drittes Buch, was er veröffentlicht hat. Und wie schon gesagt, eine quasi direkte Fortsetzung von seinem vorherigen Buch 7 Kilo in 3 Tagen, das ich auch schon sehr, sehr gut fand. Und es geht wieder um Bastian. Er geht auch dieses Mal wieder über Weihnachten zu seiner Familie. Allerdings wird er den Weihnachtstag dort nicht verbringen, weil er eine neue Freundin hat. Und am 24. dann bei denen sein wird. Okay. Und das ist natürlich ein etwas ganz Großes für ihn. Und er wartet den perfekten Moment ab, um seiner Mutter das zu sagen. Und gerade auf der Rückfahrt vom Supermarkt, wo er ihr das sagen wollte, kommt es dazu, dass er mit seinem Einkaufswagen ein Auto ankratzt und dabei große Kratzer in die Tür macht. Oh oh. Von einem schicken Jaguar. Und es ist natürlich der Vater von seiner neuen Freundin. Oh. Scheiße. Ja, der reagiert sehr cholerisch und schreit rum und verlangt Schadensersatz und was weiß ich alles. Und sie tauschen dann die Versicherungsdaten aus und genau, sagen aber erstmal noch nichts. Also seine Freundin saß dann nur im Beifahrersitz und er hat so getan, als ob sie ihn nicht kennt, und er hat das Gleiche getan, weil sie dachten, dass es für alle Beteiligten so besser ist, sich unter diesen Umständen nicht kennenzulernen. Und das ist so das Dilemma in diesem Buch, dass es denn zu lösen gilt. Und parallel dazu wird in Rückblenden erzählt, wie sich Bastian und Carina, so heißt seine Freundin, kennengelernt haben. Denn man hat sie schon im letzten Buch kennengelernt quasi. Und zwar haben die zusammen da in der örtlichen Dorfkneipe zusammen getrunken und sich gut verstanden. Sie ist ihn dann besuchen gekommen in Köln und seitdem läuft das irgendwie bei denen so. Und das ist so die grobe Handlung des Buches. Und das Buch lebt aber vor allem von guten Beobachtungen, sehr gut geschriebenen Pointen und teilweise aber auch sehr, nicht unbedingt sehr ernsten, aber schon eher ernsten Einschlägen, die aber wirklich extrem gut im Gesamtkontext wirken. Das letzte Buch hatte auch schon so eine Szene, wo sich Bastian mit seiner Ex-Freundin quasi einmal richtig gestritten bzw. ausgesprochen hat. Der ganze Dialog war im Prinzip ein komplett ernst und so überhaupt ohne ironische Brechung, obwohl das ganze Buch schon eher leicht geschrieben ist. Mhm. Und hier gibt es auch wieder ähnliche Einfälle, aber vor allem mehr Situationskomik, was dem Buch sehr zugutekommt. Es gibt zum Beispiel eine Szene, in der er gerade in der Dusche ist und sich beeilen muss und sein Opa kommt rein und hat weder sein Hörgerät drin noch seine Brille auf und fängt halt an, seine Morgenroutine zu machen und zieht sich aus und geht mit in die Dusche und es ist komplette Panik. weil er ja auch gerade in der Dusche ist und es ist ein heilloses Durcheinander. Also so Situationskomik irgendwie mit weihnachtlichem Setting. Ja, genau. Und die kommt auch wirklich sehr gut. Und diese Situation, in denen er ist, ist also es ist alles halt sehr kompakt gehalten und dadurch glänzen diese Momente halt krass raus. Und in der nächsten Szene kommen dann wieder irgendwelche lustigen Beobachtungen und so geht das Buch halt hin und her zwischen lustigen Situationen und Beobachtungen und auch relativ
ja irgendwie interessanten Einfällen. Zum Beispiel kommt er denn irgendwann an bei seinen Schwiegereltern und hört im Bad, wie sie sich miteinander unterhalten. Und das ist dann so geschrieben quasi, dass die Mutter was sagt, denn so sagt sie, ja, der ist doch ganz okay. Dann kommt sein Gedanke dazu, ja, ist er auch. Also er als Bastian. Und so verfolgt er denn das Gespräch quasi und man hört zwischen den Dialogen seine Gedanken. Das ist ziemlich interessant geschrieben. Und das Buch hat irgendwie lauter solcher kleinen Einfälle, die es halt irgendwie zu was Besonderem machen und nicht nur zu, ja, halt noch einem Weihnachtsbuch irgendwie. Und ich fand es wirklich rundum gelungen. Also die Handlung ist ein bisschen ausgefeilter, weil es halt diesmal nicht nur um die Eltern geht und die familiäre Situation quasi, sondern das Ganze erweitert wird und halt neue Charaktere dazukommen und die Situation auch ziemlich glaubwürdig geschildert wird. Auch der Lösungsansatz von ihm ist auch richtig gut. Und es geht dann auch noch um so teilweise Themen wie Rassismus und sowas, was man gar nicht erwartet hat. Ach krass. Den Kontext will ich jetzt nicht spoilen, aber nee, natürlich das nicht, war ziemlich, das war eine erwartet richtig man gute jetzt nicht und so sehr wirklich, lustige ne? Szene. Nee, genau. Und alles in allem wirklich ein rundum gelungenes Buch mal wieder. Ich fand es eigentlich fast noch besser als den ersten und war damit schon so vollkommen zufrieden. Okay. Das Buch ist bei Rowohlt erschienen, hat 192 Seiten, ist also kurz und knapp und wirklich extrem gut zu lesen. Also ich habe das irgendwie in, weiß nicht, 2 Stunden oder so durchgelesen, weil es halt einfach einen sehr guten Fluss hat und sehr leicht geschrieben ist. Oh, krass. Naja, und halt sehr, ja, einfach sehr gute Beschreibungen, sehr unterhaltsam und das Ganze kostet nur 10 Euro. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen, einfach direkt zusammen mit dem ersten hintereinander wegzulesen. Ja, ein wieder mal tolles Buch von ihm und ja. Vor allem, dass er schafft, das Konzept halt dann nochmal irgendwie weiterzutragen, ne, finde ich interessant, also. Ja, genau, es ist halt nicht einfach nochmal dieselbe Geschichte wiederholt, sondern diesmal halt mit ein bisschen mehr Handlung und so drin. Und ja, okay, ja, das meine ich halt, vor allem dann aber auch noch mit demselben Protagonisten und so, dass das nochmal funktioniert, also das finde ich gut, dass er das so hingekriegt hat. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch meine Zweifel, ehrlich gesagt, als ich gesehen habe, dass das eine Fortsetzung davon wird. Ja, kann ich mir vorstellen. Weil das kann schon sehr schnell sehr scheiße werden. Ja. Zweite Teile von Dingen halt, ne? Ganz genau. Aber ich muss sagen, es ist eigenständig. Es würde auch theoretisch funktionieren, wenn man das vorherige Buch nicht gelesen hat. Glaube ich. Es wirkt natürlich aber besser, wenn man die Vorgänger auch kennt. Und ich muss sagen, ich finde die Covergestaltung und das Design richtig gut. Auch schon bei dem anderen Teil. Also Respekt an den Verlag dafür. Es ist eine sehr schöne Aufmachung und kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Es gibt wahrscheinlich kein besseres Weihnachtsbuch für so unsere Generation, die auf diese Art von Humor steht. Ja, klingt auf jeden Fall richtig gut. Finde ich aber auch. Klingt sehr gut. Das war auch sehr gut. Ja, klingt auf jeden Fall richtig interessant, dein Buch. Und dann so in der Vorweihnachtszeit, falls ihr noch eins sucht, könnte man das ja jetzt noch in den letzten paar Tagen schnell bestellen. Ja, genau. Ist wirklich die perfekte Anlaufstelle. Also falls ihr eins auf die Schnelle sucht. Ein gutes Weihnachtsgeschenk zu haben. Ja. Ja, klingt richtig gut. Und dann übernehme ich einfach mal mit meinem Buch. Und zwar heißt das Auf die Plätzchen, fertig, los. Geschichten für fröhliche Weihnachten. Oh. Herausgegeben vom Jogens Verlag, auch erst im Oktober dieses Jahres. Und ist auch so eine leichte Weiterknüpfung, könnte man sagen, von dem letzten Buch, was ich letztes Jahr vorgestellt habe. Und zwar Nicht schon wieder Weihnachten, wo das so eher zynische Geschichten und so waren. Genau. Sind es in diesem Fall fröhliche Geschichten. Der Tenor scheint ein anderer zu sein. Ja. Also in die kommen wir da gleich nochmal zu. Aber so prinzipiell sieht es erstmal aus wie so eine Kurzgeschichtenfortsetzung. Ne? Es sind Kurzgeschichten von verschiedenen Autoren. Unter anderem zum Beispiel Roberto Blano, Thomas Mayer, Martin Suter, Eckhard von Hirschhausen. Alles exklusive Kurzgeschichten? Oder ist das nur eine Sammlung von bereits existierenden? Ich glaube, das ist eine Sammlung von bereits existierenden. Es gibt, glaube ich, eine Geschichte, die ist exklusiv von Thomas Mayer, die ist nur für dieses Buch, aber sonst sind das wohl existierende Geschichten. Okay. Rausgegeben wurde das Ganze von Christine Stemmermann, die auch schon andere so Kurzgeschichten-Romane über Musik, glaube ich, herausgegeben hat. Und aber nicht vom selben Herausgeber wie letztes Jahr. Okay. Ja, ich habe das Ganze als Rezensionsexemplar bekommen. Vielen Dank an der Stelle.
Und genau, worum geht's? Also es sind verschiedene, es sind insgesamt 21 Geschichten, teilweise kürzer, teilweise länger. Also manchmal haben die wirklich nur 2-3 Seiten, manchmal sind die aber auch, also die längste Geschichte ist 40 Seiten lang. Das ist dann aber auch mit Abstand die längste. Und die variieren von besinnlichen Momenten mit der Familie über peinlichen Momenten, wo das ist die Geschichte von Eckart Hirschhausen, der dann als Weihnachtsmann verkleidet ist, aber vergessen hat, seine Weihnachtsstiefel anzuziehen und dann Turnschuhe anhat. Und irgendein Kind fällt das auf und das Kind lacht ihn halt aus und es ist ihm halt ultra peinlich. Über eine Krimi-Geschichte, eine ganz, also das ist die 40-Seiten-Geschichte, das ist ein Krimi, der im weihnachtlichen Setting spielt. Okay, interessant. Also man hat hier wirklich eine sehr große Bandbreite an Geschichten. Ich hätte jetzt auch gerne wohl eine vorgelesen, aber ich habe im Vorhinein einfach nicht geschafft, mich vernünftig mit dem Verlag auseinanderzusetzen. Einfach, weil ich keine Zeit hatte. Verstehe. Deswegen, ja, tut mir leid, müsste dieses Jahr auf einen Auszug verzichten. Und es ist halt so ein bisschen schwierig, dass jetzt also ich könnte jetzt verschiedene Geschichten noch erzählen, ungefähr was darin vorkommt, aber ich will ja auch nicht so unbedingt spoilern. Es sind auf jeden Fall sehr viele verschiedene Genres, Facetten und Emotionen, die da abgegriffen werden. Also es ist dadurch, dass man halt wirklich immer unterschiedliche Autoren hat, also keiner kommt zweimal vor, hat man halt natürlich auch immer unterschiedliche Sprachstile, unterschiedliche Prämissen. Also deswegen variiert das teilweise sehr stark. Aber ich muss insgesamt sagen, so durch die Bank waren die Geschichten alle ziemlich gut. Also es sind 21 Geschichten, 15 davon haben mir ziemlich gut gefallen. 4, 5 eher so mittel und so eher 2 oder 3, die haben mir so gar nicht gefallen. Also was heißt nicht gefallen, sondern wo ich einfach hinterher dachte, so ja, unnötig. Okay. Und ja, heißt so, man hat dann doch bei den 288 Seiten, die das Buch hat, einen guten Mischmasch aus weihnachtlichen Geschichten. Und ich finde, das Buch eignet sich halt generell super genial dafür, Weihnachten mal sowas vorzulesen. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch zu Hause macht. Oh ja. Bei uns würde das früher gerne mal gemacht, irgendwie vor Heiligabend, bevor die Geschenke ausgepackt wurden oder vorm Essen oder so, dass dann 1-2 Geschichten vorgelesen wurden. Einfach nur, weil es ganz schön ist. Als Tradition finde ich das enorm schön. Ja, ist es eigentlich auch. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie Kinder hat oder so, oder die können dann ja auch was vorlesen, keine Ahnung, ne? Also, ja, es dauert ja auch nicht lange, wenn du dann jetzt nicht die 40-Seiten-Geschichte nimmst. So, Kinder, jetzt setzen wir uns mal hin. Für 2 Stunden? Ja, eben, nee, ja. Das kannst du nicht selber. Aber die Geschichten sind halt wirklich größtenteils so kurz, dass man sie halt auch innerhalb von 10, 15 Minuten erzählen könnte, ohne dass jetzt auch einem kleineren Kind zu langweilig wird. Und dadurch, finde ich, ist das eine super Tradition. Und dafür eignet sich das Buch halt wirklich genial. Da kann man sich dann halt einfach Marker reinsetzen, welche Geschichten man dann gerne vorlesen würde und welche nicht. Und dafür eignet sich das, finde ich, super. Natürlich auch für den Einzelnen, um sich auf die Weihnachtszeit so ein bisschen einzustimmen. Wobei ich halt sagen muss, dass Geschichten für fröhliche Weihnachten das Thema halt wirklich nicht so ganz trifft. Also es sind halt wirklich wieder so, ja, also Geschichten aus verschiedenen Bereichen und ich habe jetzt keinen wirklichen Unterschied im Tonus festgestellt zu dem letzten Buch, nicht schon wieder Weihnachten. Achso, okay. Also sind es nicht wirklich heile Welt. Also nee, genau. Also der letzte Geschichtenband war nicht wirklich super zynisch und der ist jetzt nicht wirklich super fröhlich. Also durchgehend. Und deswegen. Ich verstehe, okay. Kann ich das nicht so unterschreiben. Aber ist ja auch egal. Es sind halt super Weihnachtsgeschichten und ich finde, das ist so vor allen Dingen für, weiß ich nicht, auf die weihnachtliche Zeit sich vorzubereiten oder halt da mal was vorzulesen oder keine Ahnung. Ist das genial gemacht und ist ein super Geschenk vielleicht auch für Leute, die gerne lesen und sich halt auf die Weihnachtszeit vorbereiten oder gerne was über Weihnachten lesen. Ich meine, das ist ja, Bücher halten ja auch ein paar Jahre. Also ich meine, wenn man das jemandem schenkt, dann kann er das auch nächstes Jahr Weihnachten lesen, so theoretisch. Ja, ich finde die Diogenes-Bücher, die sie jedes Jahr zu Weihnachten rausbringen, generell immer ziemlich gelungen. Ja, finde ich auch. Deswegen habe ich mir das jetzt auch bestellt, weil ich mir dachte, okay, das ist wieder so ein kleiner, süßer Kurzgeschichtenband. Und ja, genau. Jetzt habe ich schon mit nicht schon wieder Weihnachten schon 2 und habe schon ziemlich viele Geschichten, die ich mal so vorlesen könnte. Und ich glaube, das werde ich dieses Jahr auch mal machen. Auch wenn ich keine Kinder habe. Keine Angst. Liest du den Katzen vor? Nee, meine Eltern. Keine von denen du weißt, so. Da müssen die halt mal zuhören. Oh. Auch aber zur Einstimmung wollen. Klingt das doch gut. Ja, finde ich auch. Also wie gesagt, ich finde, das passt da ziemlich gut rein in die Zeit. Und ja, ist wirklich so ein richtig tolles Weihnachtsbuch. Und genau, kostet 10 Euro auf den Punkt. Also auch nicht alles so teuer. Alles günstige Bücher heute. Genau. Ja, ne? Und genau, hat dafür 288 Seiten, also da ist man auch
ein bisschen mit beschäftigt. Ich habe jetzt so 3-4 Tage gebraucht. Bei Kurzgeschichtenbändern geht das bei mir immer sowieso ein bisschen schneller. Selbst wenn einmal eine Geschichte nicht gefällt, die sind ja nur 10 Seiten lang höchstens. Also ist schnell wieder vorbei. Eben, ist schnell wieder vorbei und dann kommt die nächste gute. Also ich konnte ziemlich vielen Geschichten irgendwie was abgewinnen. Und die haben auch wirklich alle irgendwie coole Prämissen. Also genau. Sehr schön. Damit bin ich durch mit meinem Buch und dann übergebe ich an Kaylee und ihr Buch, beziehungsweise das Buch haben wir alle gelesen, aber erstmal erzähl uns doch mal, was du vorstellen möchtest. Genau. Ich fange das Ganze mal mit einer Beichte an. Ich habe es den Jungs schon erzählt, aber ich hatte bisher in meinem 25-jährigen Leben nicht ein einziges Walter Mörs Buch gelesen. Oh-oh. Da bin ich dann jetzt, ja, dieses Weihnachten nicht drum herum gekommen, als Robin mir dann Weihnachten auf der Lindwurmfeste von ihm in die Hand gedrückt hat. Und ja, mit den Worten, ist auch nicht so lang war es, glaube ich, gewesen. Weil wir letztlich, ich glaube, 70 Seiten haben an wirklichem Text. Und dazu auch noch schön groß geschrieben. Und ich saß da und dachte, jetzt hast du dich so lange drumherum gewunden, aber wirfst dich mal rein. Und da habe ich das Buch geöffnet, das ja schon relativ hübsch illustriert ist, schon von außen vom Einband her. Ja. Und innerhalb von einer Stunde war ich durch, weil ich es so unglaublich toll fand. Wie gesagt, es handelt sich um Weihnachten auf der Lindwurmfeste, beziehungsweise mit dem Untertitel Warum ich Hamuli-Map hasse, von Walter Mörs im Penguin Verlag erschienen, mit den Illustrationen von Lydia Rode. Und oh, ich bin verliebt. Also, ja, da haben die beiden mich mal wieder voll in irgendwas reingestürzt, habe ich das Gefühl. Die haben mir eh schon so viel nahegebracht in den letzten 6 Monaten. Und ja, jetzt habe ich ein weiteres Buch im Regal, das ich heiß und innig liebe. Und es hat so viele Gründe. Also zuallererst die Grundprämisse ist, wir befinden uns in Zamonien. Alle, die jetzt genauso wie ich Erstlingsleser sind, sagt das vielleicht noch nicht ganz so viel, aber es ist sehr liebevoll zu Beginn aufbereitet, damit auch so stümperhafte Laien wie ich ihren Weg reinfinden ins grundsätzliche Universum. Und wir finden einen von Walter Mörs natürlich übersetzten Briefwechsel zwischen Hildegunst von Mythenmetz und Hachmet Ben Kiebitzer vor, beziehungsweise keinen wirklichen Briefwechsel, sondern einen langen, ausführlichen Brief, genau, von Hildegunst an Hachmet. Umfassend deren Traditionen um Hamuli-Map, was, wie man im Titel schon erkennen kann, natürlich das Pendant zu unserem Weihnachtsfest ist. Ja, so circa. So komplett. Ja, aber schon. Wenn wir ehrlich sind. Das ist jedenfalls das Weihnachtsfest der Lindwürmer, die auf der Lindwurmfeste diesem großen kegelförmigen Felsformationsbau unter Tage natürlich auch ihre Feiertage haben wollen. Und auf eine zynische, bissige, aber auf der anderen Seite auch sehr unterhaltsam, liebevolle Art und Weise werden wir halt von Hildegunst an dieses Thema herangeführt, der davon, und deswegen konnte ich mich da wahrscheinlich auch so gut mit identifizieren, einfach kein Fan ist. Ich bin selbst ein Weihnachtsmuffel vor dem Herrn und ich habe es gestern schon gesagt, ich habe danach dieses Buch zerreißt, das komplette Fest. Und ich habe danach trotzdem mit einem Spekulatius-Tee da gesessen und mir einen gemümmelt und mich voll auf Weihnachten gefreut. Das ist eigentlich schon eine sehr paradoxe, interessante, stimmungsmachende Art. Ja, durchaus. Das Ganze ist ja auch immer wieder zwischendurch gespickt mit so kleinen Anekdoten über die Lindwurmfeste und über die Bewohner. Und jedes Kapitel hat hinterher nochmal einen Verweis auf so ein, wie soll ich das nennen? Die Taxonomie am Ende. Genau, die Taxonomie, was halt, wer das nicht genau weiß, das sind in diesem Fall Bebilderungen einfach, die bestimmte Sachen erklären oder beziehungsweise halt verschiedene Formen der Ausartung zeigen, wie das zum Beispiel dann halt bei den Steinschlaghelmen oder den Lindwurmfest-Türen ist. Ja, und die Trilobitensuppe und was hatten wir da noch alles? Auch das war so schön und so liebevoll gemacht. Das ist, wie bei Robin schon, das Buch ist einfach nicht lang genug, sondern die Geschichte. Bei Robin diverse Geschichten, aber diese Geschichte ist einfach nicht lang genug, als dass man da jetzt groß den Inhalt zusammenfassen wollte, weil ja, man nimmt zu viel vorweg. Deswegen
Wir sehen dann einfach nur verschiedene Facetten des Festes, erkennen Parallelen zu unseren Festen, aber auch sehr, sehr viele liebevolle Neuinterpretationen. Nur jetzt als Beispiel diese Schuppenraketen, diese da, die feuerlosen Raketen, die sie da anführen und wo dann Feuerwerk. Auch die entsprechenden das feuerlose Bilder. Feuerwerk. Genau. Und wo sie dann auch am Ende die Bilder haben und es einfach nur enorm schön auch beschrieben wird. Also das ist, ich saß da wirklich mit einem pochenden Herzen und dachte, oh, ist das alles schön. Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Und dazu muss man sagen, wie gesagt, bei mir ist es mein erstes Werk von Walter Moers, aber ihr wart da ja nicht ganz so begeistert von, was ich da jetzt bisher raushören konnte. Wollt ihr mal sagen, was ihr da so von empfunden habt und was ihr mitgenommen habt? Ja, die Sache ist halt, wenn man die ganzen anderen Romane schon gelesen hat, so wie wir, dann, man kennt viele Sachen schon, man weiß ja auch, wer Ben Kiebitzer ist und verschiedene andere Personen, die da teilweise erwähnt werden. Du wusstest das wahrscheinlich nicht so genau, ne? Für dich waren das wahrscheinlich eher im so Anspielungen. Genau, und wir kennen diese Leute aber alle schon und wir kennen auch die Lindwurmfeste ziemlich gut und also es, wie soll ich das sagen? Es ist so ein Trivia-Buch, sowas wie irgendwie über Weihnachten in Zamonien. Weißt du, was ich meine? Das ist dann so für jemanden, der schon Fan dieser ganzen Zamonien-Geschichte ist, einfach nur noch so ein Zusatzbuch. Es war, also ich will das nicht runterreduzieren, es war wirklich schön zu lesen, aber man liest es mit einer falschen Prämisse, weil man denkt, es ist ein Zamonien-Buch. Also, du hast eine andere Geschichte. Erwartungen dran genau, gehabt, theoretisch. Ja, genau, ich hatte die Erwartung daran, dass es irgendwie eine Geschichte hat. Aber es ist halt eher eine Zusammenfassung dieses Festes, was da läuft. Ja. Was, wenn man sich daran erstmal gewöhnt hat, auch gar nicht so schlecht ist. Also fand ich zumindest. Vor allem, weil halt der letzte, im letzten Drittel des Buches halt der Tonus wechselt von zynisch in sehnsüchtig. Oh ja. Und da so ein paar Sachen erwähnt werden, die halt einfach irgendwie so genial sind und irgendwie auch wieder so einfallsreich und wieder so nach Moers irgendwie schreien, so nach seinen tollen Ideen, dass man halt einfach gar nicht anders kann, als das Buch zu mögen. Also zumindest ging das mir so. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Tim. Ja, ich finde das Buch relativ interessant, es zu analysieren und so zu betrachten, weil ich finde, das hat, also Walter Moers probiert sich ja irgendwie immer in jedem Genre aus, mit jedem neuen Zamonienbuch. Und also er hat schon Märchen gemacht und Abenteuerromane und ja. epische Geschichten mit der Stadt der träumenden Bücher und sowas. Und hier ist es ja nun mal quasi ein Briefroman. Ja, also beziehungsweise ein Brief in literarischer Form. Und ich finde, auf der Ebene hat er ein bisschen versagt, muss ich sagen. Weil, also im Prinzip wird einem nichts Neues beigebracht. Ja, es ist so Weihnachten, wie man es kennt. Durch die Entfremdung ist es halt ziemlich interessant, weil die Betrachtungsweise sich dann auf unser Fest auch ändert. Weil die Begriffe im Prinzip einfach ausgetauscht sind und die Art und Weise, wie er das denn beschreibt, natürlich an unseres erinnert und das alles so ein bisschen ins Lächerliche zieht irgendwie, ne? So ja, genau. Abstrakt und, das setzt und deswegen dann man merkt so, okay, was macht man eigentlich die ganze Zeit bei Weihnachten? Das ist da eigentlich totaler Schwachsinn. Ich ja, fand genau. da so viele Gedanken aber auch einfach nachvollziehbar. Also. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also so nach 10 Seiten oder so dachte ich mir, ja, ich hab's verstanden. Und so. Dann ging's halt weiter. So, was das Buch für mich wirklich gerettet hat, war halt das letzte Viertel, wo er dann halt die 4 guten Sachen beschreibt, die seiner Meinung nach dieses Fest bietet. Und weil das halt wirklich was war, was halt wieder original aus dem Zamonienkosmos war, irgendwas Neues halt. Ja, auch so eine geniale Idee irgendwie so, die man... Ja, genau. Alleine das feuerlose Feuerwerk ist halt wirklich geil. Und das ist auch wunderschön beschrieben, also wie man es halt von ihm gewohnt ist. Ne? Und ich finde, die Aufmachung des Buches wirklich genial. Ich liebe das Design von den Seiten. Die Illustration, es ist alles, also die ganze Aufmachung ist rundum gelungen. Die Bilder im Anhang einfach so nochmal einzeln durchzugucken, ist halt richtig geil, weil die einfach so gut aussehen. Und ja, es hat auch so irgendwie so einen längerfristigen Wert, ne, weil man immer mal wieder irgendwie da reingucken kann oder irgendwie diese tollen Zeichnungen zeigen kann, keine Ahnung, ne, also es ist so, weiß ich nicht, ich kann das schlecht beschreiben, nicht wie so ein normales Buch, wo da zeigst du niemandem irgendwas drin, das ist halt so, da kannst du halt öfter mal einen Blick reinwerfen. Ich finde auch diese Detailverliebtheit so toll. Also so, das ist ja, es wird ja nicht nur ein Exemplar wiedergegeben einer bestimmten Gattung oder eines bestimmten Dinges, sondern man hat die Grundidee ergriffen, aber dann einfach nur die Unterschiede zu erkennen und diese verschiedenen Kleinigkeiten, die sich voneinander unterscheiden und ach, ich fand das schön. Ja, ich finde auch bei den Illustrationen halt das Design und die Farben wirklich toll bei ihr.
Das fand ich bei Prinzessin Insomnia auch schon. Ja. Die Zusammensetzung ist echt krass. Also wirklich brillant. Ja. Sieht irgendwie so träumerisch, aber gleichzeitig nicht zu verspielt aus irgendwie. Ist ganz schwierig zu beschreiben. Ja, genau. Die hat einen unglaublich tollen Stil, Lydia Rode. Und ich fand das Buch denn alles in allem, ehrlich gesagt, eher ein bisschen überflüssig. Insgesamt. So rein inhaltlich. Und ich weiß noch nicht ganz, wie ich das finde. So. Okay. Also es ist komisch. Du bist heute mal der Kritiker. Ja, genau. Haben wir auch nicht oft. Ja, das stimmt. Also ich finde es interessant, da so viele, so drei verschiedene Standpunkte drauf zu sehen, weil ihr seid ja wirklich schon eingefleischte Fans von Walter Moers. Für mich war das jetzt etwas komplett Neues, sowohl stilistisch als auch, ja, ich hatte lange kein Buch mehr, das sich von der Haptik so toll anfühlte. Jetzt, das ist so eigentlich ja, so absurd, so. Aber ich fand die Seiten so samtig, den Einband, der war, oh, das war... Es ist fast schon absurd, genau so. Da so drüber zu schwärmen, aber das gesamte Buch war für mich einfach nur ein sehr, sehr fantasiereiches Erlebnis, theoretisch, das ich lange nicht mehr auf die Art und Weise hatte. Dadurch, dass es so kurz war, hat es vielleicht auch nochmal so einen anderen Wert, weil man das in einem Rutsch halt so durchlesen kann und sich dann da so dran festhält. Ich glaube, wäre das länger gezogen worden, hätte auch ich es auf Dauer vielleicht etwas dröge gefunden, könnte man eintönig sagen. Eintönig halt oder monoton irgendwie. Genau, aber wenn man das als den Brief nimmt, der es ja sein soll, dann ist das halt auch eine schöne Länge, fand ich. Also hat jetzt nicht dran gespart oder zu viel gemacht in meinen Augen. Jetzt so als planloser Erstling, das muss man ja immer unter Vorbehalt sagen. Naja, das finde ich halt unglaublich interessant, dass du das so siehst, weil... Ja, echt, habe ich auch gedacht. Weil hast ja Walter Moers eigentlich nur nicht gelesen, weil du Captain Blaubeer nicht mochtest, ne? Genau, also ich hatte tierische Angst vor allen Captain Blaubeer-Figuren, aber so diese klassischen Kika-Figuren. Ja, weil sich da irgendjemand auch dran erinnert, dieses gruselige Puppentheater, das ist schuld daran, dass ich niemals Walter Moers zugewandt war. Das ist schuld. Ich habe auch nicht Captain Blaubeer zuerst gelesen, also ich habe auch die Stadt der treuen Bücher zuerst gelesen, habe erst hinterher herausgefunden, dass er auch Blaubeer gemacht hat. Nee, das wusste ich von vornherein. Und weil ich dem so gar nicht zugetan war, hatte ich Walter Moers nie auf dem Radar gehabt. Und für mich waren es zudem auch noch immer reine Kinderbücher gewesen. Also ich habe das wirklich, Walter Moers war für mich fest konnotiert zu Captain Blaubeer. Und das wiederum fest an diese Kika-Serie. Ja, und damit war das Thema Haupt, für mich abgekanzelt. Ja, ja, ich schäme mich. Ich schäme mich. Aber es ist ja macht ja nichts. Besser später als dass du das als Einstieg so, dass dich das so gekriegt hat. Ja, ne? Ich finde es gerade als Einstieg fand ich das. Deswegen, ich würde da eine ganz klare Empfehlung an dieser Stelle aussprechen für Leute, die bisher keinen Kontakt dazu hatten. Wirklich. Ja, wahrscheinlich. Also ist es vielleicht für die sogar noch, gibt das sogar noch mehr irgendwie, weil sie. Ja, genau. Stimmt. Es ist ein seichter, schöner, fantasievoller Einstieg. Die Sache ist ja auch, wenn du die ganzen Moers-Romane kennst: Captain Blaubeer, Rumo, Schrecksenmeister. Das sind alles unglaublich brillante, fantasievolle Einfälle. Wirklich so fantasievoll, dass ist in diesem Satz Zeitalter ungefähr der fantasievollste Autor, der überhaupt je gelebt hat. Also ganz ehrlich, der reicht locker an Terry Pratchett und solche Leute ran. Ja, und es ist halt ein Deutscher. Mhm. Heißt, wir haben halt auch noch gewonnen, weil wir alles in Originalsprache lesen. Nee, weil wir in diesem Fall eigentlich mal alles in Originalsprache lesen dürfen, bei Terry Pratchett so. Ach, das war, die deutsche Übersetzung, ganz ehrlich, da geht so viel verloren. Und ganz ehrlich, stell dir mal vor, man müsste Walter Moers auf Englisch übersetzen. Ja, das ist eine ganz andere Wirkung, da hast du total der recht. Spielt so heftig mit der Sprache auch, mit dieser deutschen, mit diesen zusammengesetzten Wörtern und so, das schafft niemand anders. So in der ist Art. Unglaublich. Das, also der, es ist ganz schwierig zu übersetzen auch, glaube ich. Ja. Und wenn auch man, der Wortwitz und dieses Kessel, was er in seiner Sprache drin hat. Und die Sache ist, du hast ja jetzt nur sozusagen dieses monotone, flache, ohne krasse Geschichte dabei gehabt. So alleine nur schon der Sprachstil hat dich schon so reingezogen, dass du Lust hast, andere Bücher zu lesen. Genau das. Das musst du erstmal hinkriegen. Genau, ja, das Autor ist eigentlich das Erstaunliche dabei. Ich weiß ja nichts über die Welt. Ich werde da theoretisch mit diesem Buch, die ersten 5 Seiten sind, glaube ich, grobe Definitionen von, wer ist eigentlich Hildegunst, wer ist Briefkorrespondent, was ist die Lindwurmfeste, da stehen überall ihre 6, 7 Sätze die zu, Sachen, um die grob zu umfassen. Genau, aber man kriegt Lust auf mehr, man kriegt Lust auf Zermonien, man kriegt Lust, mehr über die Lindwürmer zu erfahren. Und das alles
durch den Sprachstil, den er halt so unglaublich gut drauf hat. Und ich habe direkt danach, als ich ausgelesen hatte, direkt geschrieben, okay, jetzt das Nächste, was jetzt? So, womit geht's weiter? Ja, ich will halt mehr. Ja, finde ich interessant. Wie gesagt, finde ich interessant für einen Erstlingsleser, der noch nie in Zermonien war, dass das dann doch so anfixt. Auch so einen ganz anderen Effekt hat als bei euch jetzt beiden. Das finde ich so interessant. Ich kann mir gar nicht vorstellen, das Buch nicht total toll zu finden jetzt gerade. Du liest die anderen Bücher, dann weißt du vielleicht, was wir gemeint haben. Ja, aber vielleicht ist das genau so, wie es sein sollte. Vielleicht ist es richtig, dass ich damit angefangen habe, als dass ich es im Nachhinein... Kennt ihr das, ja, wenn man... Das stimmt. Also natürlich kennt ihr das, aber wenn man erst ein Buch liest und dann einen Film sieht und der Film scheiße ist, aber wenn man erst den Film sieht und dann das Buch liest, dass das da einfach nur wunderschön ergänzt wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte dieses Gefühl sein. Kann gut sein. Ich wurde jetzt angefüttert und richtig in die Tiefe dieser Welt werde ich dann mit den nachfolgenden Büchern, die ich als nächstes lese, gezogen. Und so fühlt sich das jetzt gerade noch an, wie ein Vorgeschmack, der Lust auf mehr macht. Also Leute, wie ihr hört, wenn ihr jemanden kennt, der noch nichts davon gelesen hat, holt euch unbedingt zu Weihnachten das Weihnachten auf der Lindwurmfeste. Kostet auch nur 15 Euro. Genau, und das im Hardcover. Wir sind also echt noch im günstigen Preissegment dieses Mal unterwegs. Also dafür für die Illustration und alleine für so die Aufmachung des Buches und so lohnt sich der Preis sehr wertig. Auf jeden Fall. Ja. Und also Tim kann ich auf jeden Fall zustimmen, dass die Geschichte halt nun mal ein bisschen monoton ist. So, ne, wenn man da nicht so, weiß ich nicht. Es ist ja auch einfach keine wirkliche Geschichte gefühlt. Ich kann auf jeden Fall verstehen, was Tim meint, weil man dann halt nur so Trivia-Infos bekommt. Ja, ich fand das halt einfach so viel verschenktes Potenzial. Es hätte halt... Also ich hätte richtig gerne gesehen, wie Walter Mörs einen richtigen Briefroman schreibt. Das ist der nächste Roman, der Bücherdrache, glaube ich, oder? Insel der tausend Leuchttürme soll ein Briefroman werden. Genau. So. Ja. Aber, so, jetzt noch dazu. Da hinten ist nämlich eine Leseprobe vom Bücherdrachen drin. Genau. Alter. Die habe ich nämlich auch gleich schon gezogen. Okay, die habe ich nicht gelesen. Das sind nur 5 Seiten, ne? Aber das ist so gut. Man ist schon wieder so richtig, oh mein Gott, wann kommt das raus? Okay, ja, ich habe die extra nicht gelesen. Frühjahr 2019. Hast du nicht? Alter, bist du bescheuert? Nee, werde ich auch nicht. Warum? Nein, das ist genauso wie Trailer gucken. Mach ich halt nicht. Tim. Ah, die war so gut, die Leseprobe, ey. Ich freue mich so krass auf das neue Buch. Ja, aber es kommt halt erst im Februar. Ich mich aber auch. Habe ich noch ein bisschen Zeit, all die anderen Bücher aufzuholen? Ja. Ich weiß nicht, ob du das bis dahin schaffst, aber Zeit ist auf jeden Fall. Ich fordere mich nicht heraus. Wir sehen. Wir müssen mal. Auf jeden Fall mal ein Walter Mörs Special machen. Hatten wir schon. Oh, das wäre cool. Ja, wir hatten das Insomnia Special. Hatten wir. Genau, aber. So ein allgemeines Walter Mörs Special, müssten wir. Oder von mir aus mit Die Stadt der träumenden Bücher und Das Labyrinth der träumenden Bücher oder so. Boah, wenn das letzte rauskommt. Auswahlmöglichkeiten. Dann machen wir eine Trilogie-Folge. Ja, aber das dauert ja noch ein paar Jahre. Ja, du hast ja jetzt 2024 gesehen, aber das ist ja. Ja, ein Scherz. Ich fand es nur sehr lustig. Naja, worüber ich noch einmal kurz reden wollte, bevor wir jetzt hier uns verabschieden oder die Folge beenden. Jetzt wird's ernst. Ist der Bücherraum aus. Was ist das bitte für eine geile Idee? Der Bücherraum. Und können wir das bitte umsetzen? Das ist genial. Oh ja, bitte. Bitte, ey, setz das um. Die gute Idee. In dem Buch räumen einmal alle Lindwurmfeste so um die Weihnachtszeit ihre Bücherregale aus und alles, was sie nicht mehr brauchen oder verschenken wollen oder weg kann, stellen sie eine Kiste vor ihre Tür. Unter Abdach natürlich, nicht vergessen, wichtiger Fakt. Unter Abdach natürlich, klar. Und so ist aber die ganze Straße oder überall, wo diese Wohngegenden sind, überall halt eine Bücherkiste vor und du kannst überall stöbern und gleichzeitig deine eigenen Bücher ja auch vor die Tür stellen und die wieder loswerden. Das heißt, du kannst stöbern und draußen rumrennen und dir neue Bücher suchen und gleichzeitig deine alten loswerden. Ich meine, wie geil ist das denn? Ist so ein bisschen wie die Idee mit unseren Bücherregalen, diesen öffentlichen, aber es kommt halt noch dieser schöne Flaniereffekt dazu, dass man einfach durch die Straßen läuft und ganz entspannt ins Plaudern kommt. Ja, ich stelle mir das auch richtig gut vor, wie man einfach durch die Lindenwurmfeste geht und irgendwie an jeder Tür eine Kiste steht und halt ins Plaudern kommt, hat er ja auch so beschrieben, ne? Und sich mit seinen Nachbarn austauscht. Ins Prügeln kommt. Ins Prügeln, ja. Ja. Ja, das müsste man echt mal umsetzen. Ich finde, das ist echt eine geniale Idee, vor allen Dingen für so Wohngegenden wäre das richtig toll, wenn du so an jeder Tür irgendwie, weißt du, so eine Kiste hättest und alle könnten so rumrennen und sich so neue Bücher suchen. Naja, das ist vielleicht ein bisschen utopisch, weil auf der Lindwurmfest zu lesen natürlich auch alle super viel. Ja, klar. Hast ja jetzt nicht jeden Haushalt, der unbedingt liest. Schande überhaupt schon, dass das so ist.
Aber naja, ich fand die Idee einfach klasse. Ja, ich fand übrigens, die Geschichte hatte eine der besten Pointen des ganzen Buches. Wie er das denn alles erzählt und wie er sich um dieses Buch prügelt. Und wie er dann am Ende irgendwie schreibt, und so kam ich zu meiner zweiten signierten Erstausgabe des Buches. Ja, zu meiner zweiten, genau. Ja, er hatte einfach schon eins. Das war mega gut. Ah ja, das war schön. Ja, auf jeden Fall eine tolle Idee und ein tolles Buch. Kauft's euch. Wir haben es übrigens, Tim und ich zumindest, als Rezensionsexemplar vom Bloggerportal bekommen, beziehungsweise vom Verlag. Vielen Dank nochmal an der Stelle, müssen wir ja mal sagen. Und genau, das war's mit diesen Büchern schon, auch wenn wir vielleicht ein bisschen unverhältnismäßig jetzt gewesen sind, was die Verteilung angeht. Entschuldigung. Ja. Hey, macht nichts. Sonst hätten wir nur dreiviertel Stunde Aufnahme gehabt. Es ist halt auch schwierig, so über Kurzgeschichten oder halt so ein Roman, so ein Situationskomik-Roman zu lesen, wo, egal was du eigentlich erzählst, Spoiler ist. So. Deswegen ist das schon ganz gut, dass wir uns nochmal so ein bisschen ausführlich darüber unterhalten haben. Außerdem gab es ja Gesprächsstoff und was soll's. Ja, ich finde es allgemein immer schön, wenn da alle Seiten wissen, worum es geht und man sich so schön ergänzen kann. Und stimmt. Ach, ich schwärme immer noch. Das ist schön. Also wir können festhalten, wir freuen uns auf jeden Fall auf den Bücherdrachen und der wird auf jeden Fall auch vorgestellt im Februar. Oh, ja. Und genau, dann war es das schon mit unserer weihnachtlichen Episode für dieses Jahr. Möchte noch jemand Jingle Bells singen oder? Nee, ich nicht. Nein? Nee, danke. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine besinnliche Zeit. Vielleicht konnten wir euch ja noch ein paar Ideen einbringen. Vielleicht habt ihr ja noch ein Geschenk auf letzter Sekunde gefunden. Das wäre perfekt für uns und für euch. Und wenn ihr ein Geschenk findet, dann natürlich nur über den Rafflink bestellen. Danke, Tim, dass du es gesagt hast. Ja. Wenn ihr eins der Bücher toll gefunden habt, bestellt es bitte über so unseren Affiliate-Link. Und genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und zwar zur Abschlussfolge dieses Jahr, unserem Recap-Silvester-Special, wie auch immer. Ganz genau. Genau, und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Lest was Schönes, wir hoffen, ihr findet alle Geschenke und tschüssi. Tschüss. Tschüss.